Sarah! Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber das sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten. Kativi Ragazzi. Miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hol meinen Mantel. Ich warte draußen. Sie holt ihren Mantel. Da sind wir wieder. Alles gut. Mich muss niemand nach Hause bringen. Ach doch, hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Ja, halt geht vor. Das war früher schon so. Kommst du nun mit? Na dann. Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Stimmt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Oh ja, wenn du da wohnst. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Fände Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Schafft er nicht, definitiv nicht. Weil er schafft nur, Bier aufzumachen. Wo gehen wir jetzt hin? Hier wohnt sie, oder was? Okay. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Moin. Sarah, ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Ich hoffe, nur Gutes. Sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Oh. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Ja, aber er ist ein nettes Mädchen. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Adieu. Buona notte, Tommy. Mama, dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Wegen Klauen. Sie gibt es nur weiter an die Bedürftigen. Ja, wirklich. Das ist nett von dir. Ja. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Oh. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Da hinten sind zwei rote Typen. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, lauf einfach weiter. Hey, warte doch auf mich. Ach so. Läuft's nicht mehr weiter. Blumen für die Damen, Signore. Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum, aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne.
Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich habe die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo. Die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Kino? Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Das war noch Zeit, als man ins Kino gehen konnte. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Oh, Typen, ey. Wo bist du hin, Süße? Lass doch mal die Sarah in Ruhe. Du bist ein ziemlicher Feger, ne? Ich bin ein Feger. Du sollst ihr Schweine abgeben. Fass mich an und du bist tot. Das sag ich so. Du verschwendest deine Zeit mit Versager. Du brauchst einen echten Mann. Ja, für eine Lektion. Definitiv. Haben sie auf jeden Fall verdient. Oh, gleichzeitig. Nein, Junge. Und du mieses Schwein kriegst auch noch was. Ekelhafter Mieskerl. Oh Mann. Will das Ruhe nehmen? Mieses Schwein. Hände weg von ihr. Oh. Nee, werde ich nicht. Und auch wirst du, mein Freund. Hau ab mit deinem Arsch. Frisch an. Tommy! Noch so ein Pips. Alter, was ist denn hier los? Ich bin dran. Bist hoffentlich besser. Oh, ey. Wo ist das Ding denn? Geht nicht. Hau ab, Mann. Naja, mieser Stricher. Das hier habe ich drauf, du Bastard. Oh, oh, ich glaube, das ist hey! Du hast einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komm mit zu mir, ich sehe es mir an. Das wird noch ganz blöd enden, sage ich euch so. Was ist? Kommst du rein und lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammentackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don. Das Spiel geklaut. Noch ein.
Das hat alles als Bier. Okay. Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. 100. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Du musst aus. Bitte. Ein Gentleman. Ich glaube, da wird was gehen bei dem einen. Hat er sich verdient. So geht's. Zimmer, Kapitel abgeschlossen. Cool, oder? Ich finde, Sarah ist eine gute Frau. Der kann mit dem Mann was anfangen. Von mir wäre. Ja, ne? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Kapitel. Bis dahin. Ciao, ciao.